Einen wunderschönen guten Tag. Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Wir machen jetzt eine erste Aufwärmübung, die Grundlage des Lach-Yogas. Dafür spreiten wir schön die Hände und stimulieren da die Akupunkturpunkte, die ja ganz zahlreich hier in den Händen vorhanden sind. Und die erste Übung und die Grundlage ist Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Und wir atmen ein. Und nochmal. Wir dürfen ruhig komische Gesichter machen. Meistens machen wir nur so komische Gesichter und gucken uns ganz ernst auf der Straße an und finden das gar nicht lustig. Und eine Übung, um über sich selbst zu lachen, heißt über sich selbst lachen. Und dann nimmt man den Finger weg von den Mitmenschen. Vielleicht ist er noch ein bisschen da, aber man bemüht sich, den Finger auf sich selbst zu richten. Und eine der schönen Übungen, die man auch alleine zu Hause machen kann, ist dann über sich selbst zu lachen. Vielleicht erstmal so ganz klein so. Und dann macht man wieder zum Beispiel ho, ho. Aber eigentlich macht man die Übung fast immer in Gemeinschaft, in einem großen Kreis, wo man sich dann im öffentlichen Lachclub trifft, wöchentlich oder auch in Indien und anderen Orten täglich. Und man macht die Übung immer mit Partnern. Man macht, begrüßt sich, Begrüßungslachen, schaut sich schön in die Augen, verneigt sich, fängt an miteinander sich zu bewegen, zu tanzen. Und dann ist alles sehr spontan und alles sehr spielerisch. Und dann gibt es sehr viele Übungen, die man als Partnern, mit wechselnden Partnern, also es ist... Man bewegt sich frei umher und sucht sich immer einen neuen Partner und macht die Übung miteinander. Und das führt dann, wenn man genug Zeit hat, auf jeden Fall im Lachclub auch auf die sehr intensive und schöne Lachmeditation, wo man auch als Grundlage erstmal das Ho-Ho, Ha-Ha-Ha macht und sich dabei nur in die Augen schaut. Und der, meiner Einheit zum Beispiel, der es anleitet, gibt eben nur vor, dass man darauf achtet, dass man nur Ho-Ho, Ha-Ha-Ha macht und eben lacht. Und sonst keine herkömmlichen, regulären Wörter verwendet, also so ganz den Intellekt mal ausschaltet. Und dann schaut man sich einfach in die Augen und ab einem gewissen Zeitpunkt legt man sich hin und lacht einfach. Und wenn einem nicht nach Lachen zumute ist, dann hört man den anderen beim Lachen zu. Wichtig und profund ist auf jeden Fall die Atmung. Das ist ein Aspekt auf jeden Fall auch, weswegen es auch Lach-Yoga heißt. Also sich immer wieder profund auch mit dem Geist des Lachens und der Atmung zu verbinden und dann einfach zu schauen, was innen drin passiert an Emotionen. Aber meistens ist das Lachen eigentlich so ansteckend, dass man viel oder aber auf jeden Fall immer ein wenig auch mitlacht. Für die, die es eben noch nicht so viel gemacht haben oder vielleicht ein paar eher schüchtern sind oder ja, gerade nicht gut drauf sind. Aber man geht immer verändert aus einer Lach-Yoga-Session daraus hervor und fühlt sich leichter und viele natürliche Chemikalien werden im Körper ausgeschüttet. Also Lachen ist die beste Medizin, wird ja auch schon wissenschaftlich seit einer geraumen Zeit von der sogenannten Gelotologie nachgewiesen, dass ganz viel natürliche Endorphine und andere Hormone ausgeschüttet werden, die sowohl krebshemmend und ein natürlicher Immunsystem einfach stärken und das Lachen verschönern. Der Begründer der Lach-Yoga-Bewegung, Dr. Madan Kataria,
ein indischer Arzt, sesshaft in Bombay, hat 1995, ist es schon gewesen, hat eben begonnen, darüber einen Bericht zu schreiben und hat recherchiert über Lachen ist die beste Medizin, was ja immer überall viel zu hören ist, und begann dann eben sowohl den Artikel darüber zu schreiben, aber dachte sich, das muss er doch auch praktisch ausprobieren, und begann dann eben mit einigen Leuten in Bombay in einen Park zu gehen und ja, erste Übungen auszuprobieren. Sie haben erst begonnen, eben Witze zu erzählen, wo sie dann noch eine Weile gemerkt haben, dass es immer darum auch ging bei Witzen, wenn man keine Witze mehr hat, dass man auch aufhört dann zu lachen, oder dass die Witze irgendjemanden diskriminiert haben oder beleidigt haben. Und dann begann da eben die Verbindung auch von Lachen ohne Grund, gerade in einer Welt, wo man offensichtlich nicht viele Gründe hat zu lachen, dass er sich eben stark mit spielerischen Momenten und eben auch immer wieder mit Atemübungen und mit bewusst auch nach innen schauen und einfach ja, zuhören, was innen drin los ist, und eben viel mit sich locker machen und sich bewegen und eben draußen sein. Und gerade das Ho-Ho-Ha-Ha-Ha ist eben ein alter Urlaut, den man, glaube ich, in jeder Kultur findet, auch im Sanskrit. Ho-Ho-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Man kann sehr schnell hyperventilieren und man kommt eben auch sehr schnell in einen Lachanfall. Also die Vokale sind so, die sind ein Wunder. Es gibt dann auch die Vokalblumen zum Beispiel, die man pflücken kann im Park, und dann riecht man an den verschiedenen Vokalen und reicht sie auch hinüber zu seinen Partnern und lässt sie daran riechen. Ist sehr intuitiv, und Lachen ist eben auch direkt verbunden mit dem Zwerchfell, und das lässt sich ja so nicht kontrollieren. Und ist, glaube ich, meines Wissens evolutionär ja auch so entstanden, genauso an der Schnittstelle, bevor wir unsere Sprache, unsere Wörter entwickelt haben. Also ist noch was sehr Archaisches. Und so ein bisschen archaische Kraft tut uns allen gut. Also die Bewegung hat sich auf jeden Fall weltweit enorm vergrößert. In Indien hat es begonnen. Ich glaube, in Indien sind es jetzt schon fast, die aktuellsten Zahlen habe ich nicht, aber fast 3000 Lach-Yoga-Clubs. Und in Indien trifft man sich auch täglich in den verschiedenen Städten. Das kann man auch alles wunderbar recherchieren, zum Beispiel auf www.laughteryoga.org. Das ist die offizielle Seite von Dr. Madan Kataria. Und er hat eben ganz viel die Welt dann bereist. Er hat ganz viele Einladungen bekommen. Es gibt eben weltweit Clubs in Amerika, in Südamerika, in Frankreich, in Deutschland gibt es über 100. Und er ist eben auch sehr intelligent und hat eben dann auch einen eigenen Weltlachtag initiiert. Der ist immer jeden ersten Sonntag im wunderschönen Monat Mai, wo ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel in Berlin war. Und da haben sich verschiedene Lachclubs aus Deutschland getroffen. Da war auch jemand aus Israel zum Beispiel, der hat ihn nach Israel eingeladen, der wiederum Lach-Yoga und auch Gibberish-Therapie eben stark auch verwendet, um Konflikte nach und nach auf eine humorvolle und auf eine, ja, nicht komödiantisch, aber auf eine Art von Nonsens, zum Beispiel Palästinenser und Israelis zusammenzuführen. Also es ist definitiv auch der Impetus der Lach-Yoga-Bewegung, ist auch eine Friedensbewegung zu sein, weil wir eben durch Lachen das Feld von Freude und von Humor und von Nähe und von Kontakt und Gemeinschaft einfach auch stärken. Und weltweit Clubs, die aktuellste Zahl findet man auf jeden Fall, und ganz viele interessante Geschichten auf der offiziellen Seite. Und man kann mich auch gerne kontaktieren. Ich bin ein kleines laufendes Lexikon für Webseiten und unterrichte das auch selber. Ich kombiniere es auch mit der Clownsarbeit und der Performancearbeit, für die ich auch stehe.